Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um die Koma-S-Gruppe Kieferholz. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieses Einrichtungszubehör für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zum Einrichtungsequipment unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. In erster Linie kann ich hier das Preis-Leistungs-Verhältnis bewerten, denn wie du dein eigenes Reich einrichtest, das ist vom Stil her natürlich immer komplett individuell. Das kann ich aus der Ferne nicht beurteilen. Ich gehe mal einfach davon aus, dass du eine Art, ja, dass du Geschmack für den richtigen Stil hast und dass du das dementsprechend auch auswählst, weil das kann ich natürlich nicht aus der Ferne beurteilen, ob dieses Einrichtungszubehör zu dir passt oder nicht. Das muss jeder im Einzelfall selbst beurteilen. Deswegen kann ich hier in erster Linie auf das Preis-Leistungs-Verhältnis dieses Einrichtungszubehöres eingehen und das gefällt mir gut. Ich bin der Ansicht, dass du hier gute Materialien zu einem fairen Preis bekommst. Ich will dir das aber auch natürlich nicht aufquatschen, also überleg dir bitte selbst, was genau du brauchst. Hier hat einfach jeder einen anderen Geschmack. Ich kann mich hier in erster Linie auf das Preis-Leistungs-Verhältnis beziehen und was du hier in Sachen Material und auch in Sachen Optik, na klar, zu diesem Preis bekommst. Das wirkt auf mich gut und fair. Aber das ist auch nur meine Meinung, ja, ganz wichtig. Was das Optische anbetrifft, so muss man nämlich sagen, dass das stimmige Gesamtbild des eigenen Reiches super, super wichtig ist, ja. Und hier gibt es ganz verschiedene Stilrichtungen, nach denen man seine Einrichtung gestalten kann. Sein Interieur, sagen ja auch viele. Da muss einfach jeder selbst seinem kreativen Geist freien Lauf lassen. Das ist immer komplett individuell. Die einen Leute mögen es chaotisch, die holen sich zum Beispiel einen Tisch aus Spanien und einen Stuhl aus England und mixen das irgendwie auf ihre Art zusammen. Und dann gibt es aber auch Leute, die ganz bestimmte Sets gerne direkt zusammen kaufen, wo sie dann sagen, okay, hier ist alles mehr oder weniger einheitlich, das gefällt mir besser. Das sind so die groben zwei Richtungen. Einrichtungsstile gibt es natürlich auch unglaublich viele. Falls du Inspiration suchst, es gibt auf YouTube ganz viele Leute, die so Roomtours machen. Also gib einfach mal einen Roomtour oder Interieur oder so auf YouTube. Dann wirst du ganz viele tolle Inspirationen finden, die dir dabei helfen können, deinen eigenen Wohnraum eben so zu gestalten, wie es dir gefällt. Was dieses Einrichtungszubehör hier anbetrifft, so kann ich mich in erster Linie auf das Preis-Leistungs-Verhältnis beziehen. Ich bin der Ansicht, dass du hier tolle Einrichtungen mit guten Materialien zu einem fairen Preis bekommst. Aber wie bereits gesagt, das ist auch nur meine Einschätzung, ja? Also mach dir auf jeden Fall auch noch dein eigenes Bild. Ich will dir das Angebot ja natürlich auch nicht aufquatschen, ja? Schau ein bisschen, was vielleicht zu dir gut passen könnte und was nicht. Wie bereits gesagt, ein Tipp zur Inspiration habe ich dir ja gegeben. Auf YouTube Roomtours, auf YouTube Interieur, Ratgeber, da gibt es ganz, ganz viel, was dir halt weiterhilft, um deinen eigenen Wohnraum so gestalten zu können, wie es dir gefällt. Ja, gut. Ich hoffe sehr, dass ich dir weiterhelfen konnte. Das Amazon-Angebot zu diesem Einrichtungszubehör werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich hoffe sehr, dass ich dir weiterhelfen konnte. Alles Gute, ciao.